Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu einem Video, wo ich wieder mal meine Vorlesungsfolien, die ich jetzt bald entsorgen werde, nochmals zeigen möchte, so quasi als Langzeitspeicherung hier auf YouTube. Hier habe ich Magnetismus vorgesehen. Magnetismus ist ein Teil der Elektrizitätslehre. Auch dazu habe ich einen ganzen Set von Skripten. Fängt da mit Elektrostatik, mit Gleichstromlehre, mit Magnetismus eben, dann Elektrodynamik und Elektronik. Gerade das Thema Magnetismus finde ich sehr spannend. Ich habe selbst ja auch lange auf diesem Bereich gearbeitet und geforscht beim MRI und NMR, und ich möchte hier einfach kurz über die Themen des Skriptes drüber gehen. Sie können das als Vorbereitung oder als Nachbereitung oder einfach als kleiner Einblick in das Thema auffassen. Ich rede zuerst über die Erzeugung von Magnetfeldern. Wie macht man überhaupt ein Magnetfeld? Ich rede dann über die Wirkung von Magnetfeldern auf die Umgebung. Und werde nachher das Induktionsgesetz besprechen, bei dem man den Zusammenhang zwischen mechanischer und elektrischer Energie versteht und auch den Generator oder den Elektromotor dann genauer kennenlernt. Grundsätzlich kann man sagen, Magnetismus ist quasi das Feld, das die Kräfte zwischen Strömen vermittelt. Also wenn Sie elektrische Ströme haben, dann stoßen sich die beiden Ströme an oder ziehen sich ab, je nachdem wie die Stromrichtung ist, und das Feld, das diese Kraft vermittelt, heißt Magnetfeld. Schauen wir uns rasch die ersten paar Folien an. Wir haben also in der Elektrostatik gesehen, dass dort ruhende elektrische Ladungen betrachtet werden und haben dort das Coulomb-Gesetz und den Faraday-Käfig als Beispiel kennengelernt. Magnetische Kraftfelder kann man jetzt auf mehrere Arten erzeugen, entweder mit einem Permanentmagneten, also einem Stabmagneten, Hufeisenmagneten, oder mit elektrischem Strom, wie wir nachher sehen werden. Die Wirkung des Magnetismus geht ebenfalls auf magnetische Objekte, zum Beispiel kleine Kompassnadeln, also Permanentmagnete, oder auf bewegte elektrische Ladungen, also auf Ströme, und das findet man zum Beispiel dann in der Hallsonde als Anwendung. Man kann Magnetfelder schlecht abschirmen. Das ist mal ein Unterschied zur Faraday-Käfig-Abschirmung bei der Elektrostatik. Es hat auch Feldlinien in der Elektrostatik. Man kann die mit Eisenfallspänen dann zeigen. Und diese Feldlinien kreuzen sich nicht, genauso wie das üblich ist bei Feldlinien. Ihre Dichte der Feldlinien hat zu tun mit der Stärke des Magnetfelds. Und die Feldlinien bilden immer geschlossene Kurven, meist um einen elektrischen Strom herum. Das ist im Unterschied zu der Elektrostatik, wo die Feldlinien ja bei Plus starten und bei Minus enden oder im Unendlichen. Man spricht von einem stationären Magnetfeld, wenn es nicht zeitabhängig ist. Und die Einheit des Magnetfelds wird abgeleitet aus der Kraftwirkung, die Ströme aufeinander haben. Wenn Sie Ströme haben, die in einem Leiter sich bewegen, und die Kraft auf die Leiterlänge L betrachten, da kann man daraus dann die Magnetfeldstärke ableiten. Die Einheit ist dann das Tesla, das eigentlich eine Krafteinheit dividiert durch die Leiterlänge und die Stromstärke ist. Und diese Größen heißen dann Newton Ampere Meter, wenn man die Einheiten verwendet. Und also ein Newton pro Ampere Meter ist ein Tesla. Das ist ein sehr starkes Magnetfeld, ein Tesla. Das Erdmagnetfeld zum Beispiel, das wir ja auch spüren, wenn wir mit der Kompassnadel benutzen, hat eine Stärke von 50 Mikrotesla, also viel, viel weniger als ein Tesla. Weil das Tesla so viel ist, also so eine große Magnetfeldstärke ist, hat man früher auch das Gauss verwendet. Das ist ein Zehntausendstel eines Teslas, hat also von daher dann etwas handlichere Größenordnungen, also Maßzahlen, aber heute arbeitet man immer mit Tesla. Es gibt im Zusammenhang mit den Magnetfeldern auch eine magnetische Feldkonstante, ähnlich wie im Fall der elektrischen Felder, wo wir die Epsilon 0 kennengelernt haben. Hier heißt sie μ0 und die ist lustigerweise so definiert, 4π mal 10 hoch minus 7 Tesla mal Meter pro Ampere. Diese etwas seltsame Zahl, die hat dann eigentlich zu tun auch mit der Definition des Teslas. Man kann also sagen, dass diese Zahl fixiert wurde und dann die Tesla-Definition angepasst wurde. Wir können also sagen, die Ursache eines Magnetfeldes ist ein elektrischer Strom. Die Wirkung ist auch auf einen elektrischen Strom.
Berechnet wird das Magnetfeld mit einem Gesetz, das Biot-Savart-Gesetz heißt, oder Durchflutungsgesetz, integrale Form. Oder man kann es nachweisen mit Kompassnadeln oder einer Halssonde. Wenn man jetzt mal einen Strom anschaut und die Magnetfeldgeometrien dazu sich mal veranschaulicht, zum Beispiel mit diesen Eisenpfeilspänen, dann sieht man, dass wenn ein Strom so nach oben geht, dann sind die Magnetfeldlinien so kreisförmig um diesen Strom herum orientiert, ähnlich wie die rechte Hand mit ihren Fingern. Und wenn das der Strom wäre, sind ja die Finger dann immer in der Richtung orientiert. Und weil es ein Magnetfeld ist, also ein Vektorfeld ist, kann man auch eine Richtung dann festlegen. Wenn Sie jetzt da so einen geraden Strom haben, der im Prinzip unendlich lang sein soll, dann kann man das Magnetfeld ausrechnen im Abstand R vom Leiter. Und Sie sehen, das μ0 kommt wieder vor, die Stromstärke, und dann hier 2 Pi mal R, der Abstand R. Wenn der also größer wird, wird das Magnetfeld schwächer. Wenn Sie jetzt so einen Leiter zu einer Schlaufe formen, also Leiter, den Stromleiter so hinaufführen und dann wieder hinunterführen, und der Stromleiter führt also Strom, dann wird um jeden Leiterabschnitt zu einem Magnetfeld entstehen, das also hier dann nach hinten geht im Innern. Und wenn Sie da das Ganze umdrehen, dann geht das Magnetfeld hier auch nach hinten im Innern, dass sich hier eine leichte Verstärkung ergibt. So eine Leiterschlaufe oder noch allgemeiner gesagt ein Kreisstrom erzeugt also so ein Magnetfeld, das auch ein magnetischer Dipol genannt wird. Und das Magnetfeld, das Sie hier sehen, ist sehr ähnlich wie das Magnetfeld eines Stabmagneten. Das heißt, auch da haben wir dann, es geht dann nach hinten, da außen dreht das Ganze wieder. Der Stabmagnet macht genau das Gleiche. Hier im Innern des Ferromagneten, das Stabmagneten ausmacht, sind kleine Kreisströme, die von den Atomen herrühren, das sind die Elektronen um die Atome, die sich dann zusammenaddieren, jeweils mit dieser Stromgeometrie zu einem starken Magnetfeld. Man spricht dann von einem Südpol, dort wo die Magnetfeldlinien zusammenlaufen, und vom Nordpol, dort wo die Magnetfeldlinien auseinandergehen. Es sind aber nicht in dem Sinn Start- und Endpunkte von Magnetfeldlinien, das hat man eben nicht, das hat man nur im Fall der Elektrostatik mit den elektrischen Feldlinien. Hier nochmals der Kreisstrom, da kann man auch ausrechnen, wie stark das Magnetfeld im Zentrum ist. Das ist wie gesagt ein magnetischer Dipol, und hier im Zentrum ist das Magnetfeld so stark. Sie sehen, es ist ein ähnliches Gesetz wie hier. Der Radius jetzt hier vom Kreisstrom spielt jetzt da eine Rolle. Der kommt hier im Nenner unten vor. Und wenn Sie diesen Kreisstrom vervielfachen, also mehrere Kreisströme hintereinander setzen wollen, da kommt man eigentlich zur Spule. Und wenn man da einen Strom mit Strom da fließen lässt und die Spule lang und dünn ist, dann findet man eine einfache Formel, die sagt, dass das Magnetfeld μ0 mal n mal i durch l ist. N sind die Anzahl Windungen, l ist die Länge der Spule. In Wirklichkeit ist das Magnetfeld maximal so groß, es kann auch dann kleiner werden in Realität. Sie sehen, die Windungsdichte ist eigentlich entscheidend hier, N durch L. Also wenn Sie eine zweite Spule daneben hängen mit der gleichen Windungsdichte, wird das Magnetfeld nicht stärker. Das ist hier in dieser Formel mit drin. Wenn wir jetzt Materie ins Magnetfeld bringen, dann haben wir also außen ein Magnetfeld, das wir B0 nennen, wie das zum Beispiel in der NMR üblich ist. Im Material drin ist das B0 von außen jetzt eventuell mit einem Materialmagnetfeld, das sich dann einstellt, weil sich diese kleinen Dipole orientieren können, verstärkt. Wir haben dann ein Magnetfeld, das ich BMAT nenne in meinem Skript. Das Materialmagnetfeld ist also das äußere Magnetfeld plus dieser Zusatz, der mit der Magnetisierung im Innern zu tun hat. Jetzt kann man das auf mehrere Arten mit B0 in Verbindung bringen. Entweder sagt man hier, man hat ein μ-relativ mal B0, das ist eine Möglichkeit. Oder man sagt, dieser Zusatz hier, den kann man so schreiben, dass dieser Zusatz μ0 mal m gleich groß ist wie chi m, die magnetische Suszeptibilität, mal das Ursprungsmagnetfeld. Und die beiden, wenn man die beiden Formeln dann vergleicht, findet man den Zusammenhang zwischen dem μ-relativ, der Permeabilität also, und dieser magnetischen Suszeptibilität auf eine einfache Art. Bei ferromagnetischen Materialien ist dieser Teil hier sehr, sehr groß. Wir haben dann ein Chi m, das viel, viel größer als 0 ist, zum Beispiel bei Eisen
habe ich in der Tabelle nachgeschaut, 5.800. Oder bei Mühmetall, eine spezielle Legierung, haben wir dann 110.000. Also eine extreme Verstärkung des Magnetfelds. Man kann das Magnetfeld danach quasi speichern in so einem Material drin, also als Speicher verwenden. Dieser Speicher verliert dann wieder seine magnetischen Eigenschaften, wenn wir das genügend stark aufheizen. Man nennt das die Curie-Temperatur. Die ist aber recht hoch, wie Sie hier sehen, bei Eisen zum Beispiel. Wenn man das äußere Magnetfeld hier wechselhaft anlegt, also positiv, dann negativ, dann positiv und so weiter, dann wird das Material also mitmachen, und zwar beim ersten Mal hochsteigen, bei der Neukurve geht es zuerst mal linear hoch und dann knickt es ein. Und wenn wir dann zurück wollen wieder, wenn das äußere Magnetfeld 0 ist, ist nachher im Material drin das Magnetfeld gespeichert quasi. Wir haben die Remanenz, das heißt zurückbleiben, und müssen mit einem Zusatzmagnetfeld von außen diese, wenn wir das wollen, wieder auf 0 bringen. Das ist dann das Koerzitivfeld. Und das Gleiche geht in der Gegenrichtung los. Diese Kurve nennt man dann eine Hysterese. Das wird im Skript genau erklärt. Etwas ganz anderes ist die Induktion. Da versucht man durch eine Magnetfeldänderung eine elektrische Spannung zu erzeugen. Die Unipolarinduktion habe ich früher erklärt beim Gleichstrom. Das ist eine Sache, die man mit der Lorentzkraft erklären kann. Wenn man jetzt das Induktionsgesetz allgemein schreiben will, dann fängt man an mit einem Strom, der da eine Fläche umschließt. Zum Beispiel ein Kreisstrom könnte das sein oder auch so eine rechteckige Stromgeometrie. Darauf steht der Flächenvektor, der so gemacht ist, dass er ein Rechtssystem bildet mit der Stromstärke, der technischen Stromrichtung. Man spricht dann vom magnetischen Fluss. Das ist gleich groß wie das Magnetfeld, das da möglicherweise vorhanden ist und das durch diese Fläche durchgeht und das Magnetfeld skalar mit dem Flächenvektor multipliziert, also wenn man es ausschreibt so, das nennt man magnetischer Fluss. Die Einheit ist Weber oder umgeschrieben Tesla mal Quadratmeter. Tesla, Magnetfeld, Quadratmeter für die Fläche. Wenn wir mehr als eine Windung haben, kann man da die Windungszahlen noch dran multiplizieren oder man kann auch von Anfang an den Flächenvektor größer machen. Diese magnetische Flussdichte, so nennt man das B-Feld normalerweise, die hat dann den Einfluss, dass wenn ich jetzt diesen Fluss verändere, also diese Fläche hier von der Seite gesehen drehe zum Beispiel, dann wird der Fluss hier zum Beispiel 0, weil B und A senkrecht aufeinander sind, der Cosinus ist dann 0, oder maximal, das ist so groß, oder der Flächenvektor hat dann oder der Fluss hat eine Größe, die von Alpha abhängig ist. Jetzt beim Induktionsgesetz ist es wichtig, dass dieser Fluss geändert wird. Die Induktionsspannung, die dann über diesem Leiter entsteht, ist dann so groß, nämlich die zeitliche Flussänderung, und zwar noch negativ genommen, wenn man die Vorzeichen beachten möchte. Wir sehen also, dass wir hier durch Änderung des Flusses, zum Beispiel weil wir die Spule drehen oder weil wir das Magnetfeld verändern, können wir eine Spannung erhalten. Und diese Spannung kann dann auch einen Strom antreiben. Das wäre dann der Induktionsstrom, entsprechend der Induktionsspannung. Meistens oder oft spricht man von Fremdinduktion, wenn man also die Leiterschlaufe hat und das Magnetfeld zeitlich verändert oder Lage und Orientierung des Leiterkreises ändert. Nachher werden wir noch die Selbstinduktion kurz anschauen. Zum Beispiel ein Wechselspannungsgenerator, der besteht aus sich drehenden Spule oder Leiterkreis. Das wird zum Beispiel hier so dargestellt. Wir haben also hier eine Spule mit n Windungen, die dreht sich mit einer Umlauffrequenz Omega, Kreisfrequenz Omega. Wenn man den Fluss mal einfach allgemein aufschreibt und dann die Sache dreht, sodass dann der Winkel sich zeitlich ändert mit Omega mal t, dann gibt es eine Ableitung dieser Cosinus-Funktion, das wird dann Minus Sinus. Und dann mit dem Minuszeichen des Induktionsgesetzes wird dann Plus daraus. Von der inneren Ableitung kommt noch ein Omega raus. Und dann hat man so diese Generatorformel, die also sagt, wie groß die Induktionsspannung wird als Funktion der Zeit. Das wird ein Sinus. Ein normaler Sinus mit einem Maximum, das hier abgelesen werden kann. Und interessant ist, dass dieses Maximum auch von Omega abhängig ist. Also wenn Sie schneller drehen, dann ist die Spannung auch größer.
Das ist gerade beim Fahrraddynamo, was hat man früher ja so gehabt, dass man früher noch mit Licht gefahren ist in der Nacht. Da hat man diese Dynamos gehabt, die hier über ein Reibrad eine Wechselspannung erzeugt haben. Ich zeige es nachher noch ein bisschen größer. Oder man, ein anderes Beispiel wäre eine alte Grammophon-Nadel, wo dann eine Nadel über die Rillen hier bewegt wird und einmal von diesem Weicheisen, Hufeisenmagnet, einmal der magnetische Fluss so durch die Spule durchgeht. Und wenn die Nadel so steht, dann geht der Fluss in der Gegenrichtung durch. Es gibt also auch eine Flussänderung und damit eine Spannung. Die kann man dann auch hier abgreifen und auf einen Verstärker geben. Beim Fahrraddynamo ein bisschen größer vielleicht noch. Das sehen wir hier, das ist ein Bild aus einem Buch. Wir sehen hier dieses Explosionsmodell. Der Fahrraddynamo steht normalerweise so. Hier ist das Rad, das diese Sache hier dreht. Und über eine feste Welle ist dann hier verbunden eine Spule. Und die Spule dreht sich dann in einem Magnetfeld, das hier mit diesem Festmagneten, mit diesem Permanentmagneten erzeugt wird. Also dieses Magnetfeld ist mit einem Ferromagneten erzeugt, steht still. Diese Spule dreht sich mit dem Rad. Das Magnetfeld in der Spule wird noch ein bisschen verstärkt über einen Weicheisenkern, der dann auch die Wirkung noch etwas verstärkt. Und dann wird eine Seite von der Spule, wo die Spannung anliegt, einfach auf den Velorahmen gegeben, der metallisch ist. Und die andere Seite, wo dann die andere Seite der Spannung ist, das wird dann über einen Kontakt hier, über ein Kabel dann zum Licht zum Beispiel gebracht. Und dann geht das Kabel hier auf die Glühlampe und dann von der Glühlampe über den Velorahmen wieder zurück auf diese Seite. Das ist ein bekanntes Beispiel zur Induktion. Man kann die Induktion auch noch auf eine andere Art brauchen. Ich habe hier die sogenannte induktive Kopplung. Die zeigt, wenn ich hier eine Spule habe und dann in der Spule zum Beispiel einen Strom einschalte, Batterie, hier Strom, dann entsteht ja hier ein Magnetfeld, wird aufgebaut, wie nach dem, was wir am Anfang gesehen haben. Dieser Aufbau erzeugt dann hier in dieser Spule eine Flussänderung. Und diese Flussänderung wird natürlich dann eine Induktionsspannung erzeugen, die man dann messen kann. Somit kann ich hier von da nach da Signale übertragen, zum Beispiel, ohne dass ich wirklich Kontakt brauche, nur über das Magnetfeld. Oder ich kann auch Transformatoren bauen, die ich nachher noch zeigen will. Oder ich kann etwas erwärmen, ich kann Energie übertragen. Zum Beispiel der Induktionsofen ist so ein Beispiel, wo dann in dem Pfannenboden hier Kreisströme induziert werden. Wir schauen vielleicht rasch den Transformator an, weil ich den hier auch erwähnt habe, bevor wir da zurückkommen. Beim Transformator haben wir eine Primärseite, das wäre also hier die quasi Sendeseite. Da wird eine Wechselspannung draufgegeben. Die Wechselspannung erzeugt dann hier in diesem Weicheisen, also Trafoblech-Material, eine schöne Überleitung des Magnetfeldes auf die zweite Spule. Diese Änderung, also hier in der Primärspule, erzeugt eine Induktionsspannung auf der Sekundärseite. Wenn man die Spannungen anschaut, die hier bei der Primärseite anliegen und dann durch einen Effekt, den wir auch noch kurz sehen werden, der Selbstinduktion eben überhaupt sich aufbauen kann, und die Spannung auf der Sekundärseite, dann sieht man, dass diese Spannungen abhängig sind von der Windungszahl, sekundär und primär. Wenn Sie da mehr Windungen haben als da, ist auch die Spannung hier entsprechend größer. Man kann dadurch Spannungen hochtransformieren für Hochspannungsleitungen und danach wieder runtertransformieren mit dem umgekehrten Ansatz. Man kann eben den Schweißtransformator, den Induktionsschmelzofen auf diese Art verstehen. Eine tolle Sache. Geht aber nur mit Wechselspannung, nicht mit Gleichspannung. Jetzt auf der Primärseite entsteht ja auch eine Spannung und die hat ein bisschen zu tun mit der Selbstinduktion, die ich gleich nachher erklären möchte. Wir sehen hier ein Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel, das die Lenzsche Regel erklärt. Diese Lenzsche Regel hat auch mit dem Minuszeichen zu tun, das wir im Induktionsgesetz kennengelernt haben. Hier wird in einem Experiment, das ich auch gefilmt habe, ein Magnet da hineingeschoben. Dann entsteht natürlich hier in diesem Aluring auch eine Induktionsspannung, weil da eine Flussänderung entsteht. Und die Induktionsspannung, die erzeugt dann selbst einen Induktionsstrom und dann auch wieder ein Induktionsmagnetfeld, ein induziertes Magnetfeld. Und es ist interessant, wenn Sie das Ding hier hineinschieben, da ist das Magnetfeld, das hier induziert wird, so gerichtet, dass dieser Vorgang, das Hineinschieben, behindert wird. Das heißt, es entsteht ein Strom, der dann so fließt. Und
weil diese Behinderung bei einem hängenden Aluring nicht wirklich wirksam werden kann, wird der Aluring dann weggestoßen. Das sieht man dann im Video sehr schön. Also wenn ich reingehen möchte, wird der Ring weggeschoben. Umgekehrt, wenn ich mal drin bin und wieder raus möchte, entsteht beim Rausgehen auch eine Flussänderung. Die Flussänderung erzeugt wiederum Induktionsstrom und dessen Magnetfeld ist dann so gerichtet, dass das Hinausziehen behindert wird. Also der möchte quasi mitgehen, der Ring. Das ist die Lenzsche Regel. Das induzierte Magnetfeld ist immer so gerichtet, dass der Induktionsvorgang, also das Hinein- oder Rausschieben, behindert wird, gehemmt wird. Das muss auch wegen der Energieerhaltung so sein. Es kann nicht so sein, dass der Magnet, wenn er kommt, quasi von selbst dann reingeschoben wird durch eine umgekehrte Vorzeichenwahl. Da gibt es schöne Versuche dazu. Ein Beispiel ist die Wirbelstrombremse. Wenn Sie eine normale Leiterplatte haben, nicht magnetisch, Alu zum Beispiel, und da einen Magneten drüber ziehen, dann wird der Magnet in der Aluplatte Wirbelströme induzieren, die wiederum ein Magnetfeld haben, das diese Bewegung verhindert. Also es wird abgebremst. Diese Bremsen sind bekannt. Man kann sie benutzen in großen Fahrzeugen wie Zügen oder Bussen. Die Bremsen, also ohne dass dann irgendwie eine Bremsscheibe Materialbeanspruchung erleidet, sind also quasi materialsparender. Und die Kombination all dieser Erkenntnisse führt dann noch zur sogenannten Selbstinduktion, also quasi das Dessert von allem. Wenn Sie jetzt hier nur eine Spule nehmen und in der Spule hier einen Strom einschalten, also hier Schalter zumachen und hier eine Batterie haben, dann fließt der Strom von Plus nach Minus, baut ein Magnetfeld auf. Und in der gleichen Spule wird deshalb von diesem Magnetfeld, das der Strom ja selbst erzeugt, auch eine Flussänderung erzeugt. Und diese Flussänderung erzeugt eine Gegenspannung nach der Lenzschen Regel, also eine Induktionsspannung, die dieses Ansteigen des Stromes behindern möchte. Das ist so, wie wenn der Strom nicht sofort starten könnte, sondern eine Art Trägheit hätte. Und das wird durch dieses Magnetfeld, das aufgebaut wird, erzeugt. Und heißt eben Selbstinduktion. Das Einschalten eines Stromes, zum Beispiel hier in diesem Beispiel, wird das nicht so stattfinden, wie es mit dem Gleichstrom alleine erwartet würde, sondern mit der Spule zusammen gibt es ein Einschalten, das etwas langsamer stattfindet, bis der Strom dann voll fließt. Wenn der Strom mal voll fließt, hier brutal den Strom unterbreche, mit dem Schalter öffnen, dann ist es noch extremer, was passiert, weil ich ein brutales Öffnen des Schalters stoppt brutal auch den Stromfluss. Und damit wird das Magnetfeld sehr schnell abgebaut, erzeugt dann aus diesem Grund eine sehr hohe Induktionsspannung. Und das kann so stark sein, diese Spannung, die hier erzeugt wird, dass hier ein Funke entsteht über dem Schalter. Dieser Funke heißt auch Ausschaltspannungsstoß. Man kann den nutzen, zum Beispiel, wenn man eine Zündspule ein alter Motor hat ja noch eine Zündspule und einen Unterbrecher und so weiter, kann man das verstehen mit diesem Ausschaltspannungsstoß. Oder man kann den Elektrozaun, den Viehhüterzaun auch verstehen. Wenn man wissen will, wie stark dieser Induktionseffekt ist, Selbstinduktionseffekt, da muss man ein bisschen in die Theorie nochmals eingehen, den Fluss zuerst mal ausrechnen, zum Beispiel bei einer langen, dünnen Spule. Fluss ist ja Fläche einer Windung, mal die Anzahl Windungen, mal die Magnetfeldstärke. Wir kennen ja die Magnetfeldstärke einer langen, dünnen Spule und erhalten deshalb einen Ausdruck, der so aussieht. Anzahl Windungen im Quadrat, Stromstärke, Fläche durch L. Und wenn wir jetzt allgemein sagen, dass dieser Fluss geschrieben werden soll als L mal I und das L hier Selbstinduktionskoeffizient heißt oder Induktivität, da kann man das L hier in diesem Fall auch ausrechnen, man muss einfach durch I dividieren, hat man es sofort. Allgemein erzeugt aber der Selbstinduktionskoeffizient quasi ein Qualitätsmerkmal für die Spule. Eine gute Spule hat ein starkes Magnetfeld und auch eben einen großen Selbstinduktionskoeffizienten. Der erzeugt dann auch allgemein den Zusammenhang zwischen der Spannung über einer Spule und der Stromänderung, weil die Änderung des Stromes erzeugt die Spannung. Das ist auch der Grund, warum eben am Anfang, wie ich das gesagt habe, auch der Transformator auf der Primärseite hier einen Spannungsabfall erzeugt. Wenn ich da eine Stromänderung habe, erzeugt das hier eine Spannung, die mit der Anzahl Windungen zu tun hat. Und wir haben hier jetzt gesehen, ein bisschen
fortgeschritten, dass eben diese Spannung mit diesem Selbstinduktionskoeffizienten erzeugt wird. Gut, das in Kürze, vielleicht 20 Minuten, ich weiß nicht, so die Kapitel des Magnetismus. Mehr im Detail finden Sie es im Skript, wenn Sie möchten, oder in meinen Videos, die ich ja auch teilweise am Skript angelehnt habe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.